Oder ob alle Menschen kooperativ sind. Guess we bit off a little more than we could chew. Don't suppose you'd be willing to give us a hand? Nicht mein Problem. Mission ablehnen. Sagt den Fremden, sie müssen sich selbst durchschlagen. So schließt man keine Freundschaften. Entscheide später. Ich helfe dir natürlich. Mission starten, dabei springt vermutlich nicht viel für dich raus. Naja, ist trotzdem egal. Vielleicht gewinnen wir neue Freunde dadurch. Und ich brauche so schnell wie möglich einen neuen Charakter. Finde den vermissten Überlebenden. Immer die Drecksarbeit können wir natürlich machen. Achso, kommt ihr mit? Ich muss erstmal ein Fahrzeug finden. Ah, scheiße. Nur zwei freie Plätze. Na, von wo kommen die denn jetzt? Aber, schaut euch mal das an. Die halten sich an das Gesetz. Die laufen bei Rot und halten bei Grün an. Ist das überhaupt weit von hier? Ist ja gar nicht weit. Dann brauche ich gar kein Fahrzeug. Jetzt kommen die noch in meine Richtung. That won't work. Can't do that right now. So, jetzt sind wir doch da. Gott sei Dank. Da ist wieder noch so ein Psychopath, der nichts mit seinem Leben anfangen kann. Was soll's? Alter, total verstümmelt hier. Dönerfleisch umsonst, wer möchte? Hunde. Oh, ich hoffe keine Zombie-Hunde. Anybody home? Better do. Look, I just think we gotta look at the big picture here. We all like Jack, but let's face it, the guy is probably dead. Okay. Nichts gefunden. Better get ready. Scheiße, da kommt doch etwas. Da war doch gerade irgendwas auf der Karte. Etwas Rotes. Sachte. Also ihr bleibt da, natürlich. Auf 9 Uhr. Was hast du jetzt für Probleme? Ja, er will da raus. So. So. Haben wir etwas? Komm. Also anfangs war es viel leichter, Waffen zu finden. Das war, gehe ich mal davon aus, nur so ein kleines Training. Jetzt ist es mittlerweile schwieriger geworden. Und das finde ich ganz positiv. Weil das gehört dazu, weil das wäre auch ein bisschen schade, wenn man direkt die geilsten Waffen hätte. Hätte man nicht so einen Antrieb, weiter zu zocken. Oh. Da raucht's. Oh, das ist eine geile Kiste. Ein Mustang. Oder so etwas ähnliches. Was ist das hier für ein Geräusch? Alter! Godzilla? Als Zombie natürlich.
Scheiße, die Zombie-Horde kommt noch auch noch entgegen. Hey, are you in there? Niemand. And what happens if we get ganked, huh? You think Becker's gonna send even more guys after us? Oh. Because I don't. Billiges Imitat einer brutalen Waffe. Ja. Ich stehe nicht auf Imitat. Rostiges, was? Kukri? Ach komm. Gepflegte Klinge, gute Qualität. Noch so ein Kukri? Willst du dir die Fußnägel damit abrasieren oder was? Oder abschneiden? So, ich schätze mal, dass jetzt die vermisste Person sich hier in diesem Haus befindet. Ist ja auch ein sicherer Ort. Also die Missionen sind auch sehr abwechslungsreich und die passen sich so auch an die Atmosphäre sowie an die Apokalypse. Das finde ich echt geil. Hey, are you in there? Alter, hier sind viele, oder? Nee, das sind nur die Gegenstände, die wir durchsuchen können. Looks like no zombies were close by. Opras Liebling, ein Gehstock. Also so alt sind wir noch nicht. Dient nicht auch als gute Nahkampfwaffe. Ja, danke, 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 danke. Du bist ja richtig toll bei Jay, Alter. Ich brauch so schnell wie möglich einen neuen Charakter. Danke, jetzt kommen die ersten Zombies. Du verdammte Scheiße, du. Ach, er ist jetzt... Erst jetzt meldest du dich. I don't know what to say. I'm not sure I would have survived out here on my own. Oh, das ist ein Zombie. Erst jetzt meldest du dich. Ich sollte dir den verdammten Kopf abhacken, Alter. Wo wir gerade von den Zombies überrannt werden. Egal, jetzt machen wir wieder einen auf den Undertaker. Und Totenvermöbler. Everybody was Kung Fu fighting. Oh, 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 das wird riskant, das wird riskant. Ich brauche noch. Ah, verdammte Scheiße nochmal. Alter, was bist du denn für ein Hund? Ey, ey! Verschwinde, du Molucke! Weg hier! Nein, ich muss ihn helfen! Na toll, da kommt direkt eine Zombie-Horde! Entgegen! Einmal nur kurz kräftig durchladen! Ah, verdammt! Oh! Hinter mir ist noch eins. Oh, komm! Hab ich kein... Ich brauche eine Uzi oder so, ein geiles Sturmgewehr. Stirb endlich! Er mit der Schaufel. Eskortiere die Überlebenden. Ja, das ist schon meine Absicht, das ist mir schon bewusst. Ah, es ist gerade nicht sinnvoll, draußen zu schießen, das macht für eine Menge Krach.
Gab's hier nicht auch etwas? Ach, scheiße. Ach, komm. Ich frag mich auch mal, ob seine Nahkampfwaffe ein bisschen modifizieren könnte. Das wäre auch nicht schlecht. Das war jetzt nicht sowas wie in Dead Island. Got Zed at 9 o'clock. Ja. Egal, scheiß drauf. Weg hier. Einfach nur weg hier. Über den Fluss. Ich hoffe, ihr könnt klettern. Ja, brav. Von rechts. Hinter dir, du Verfranzer, du. So, da können wir hochklettern. Komm, das schaffst du doch auch. Lass mich jetzt nicht hängen. Haben die was gehört? Nein. Oh, ein Rucksack. Ja, das war, wurde auch mal jetzt Zeit. Over here. Na los. Hey, come here. Ja, Flinte. I don't have enough space for this. Habe ich dafür Munition? Die Pistole kann man sich auch. Kann man auch weggeben eigentlich. Nice. Nice. Da lacht das Herz. Ja, 14 Schüsse. Das müsste reichen eigentlich. Fürs Erste. So, einen neuen Rucksack haben wir. Dazu gewonnen. Nehmen. Weg damit. Ach so, ich muss was weggeben. So. Zwei neue freie Plätze haben wir jetzt dazu gewonnen, das ist gut. So, wie viele Punkte haben wir überhaupt? 126. Ich könnte eine neue Basis gründen eigentlich. Das könnte ich eigentlich machen, ja. Ja, aus Langeweile schlagen die sich natürlich auch die Köpfe ein. Das habe ich auch schon gesehen. Naja. Ich meine, in dieser Zeit gibt es ja auch keine Xbox. Die Apokalypse ist angebrochen. Oder ausgebrochen. Da würde ich dasselbe natürlich tun. Was ist das denn für ein heißes Teil da hinten? Achso, boah. Gott sei Dank kann man seine eigenen Leute nicht angreifen. Alter, ist das ein Draht von einem Flugzeug? Ja. Oh, jetzt halt mal die Fresse und dann... Lass mich meine Arbeit hier vollziehen. Da ist doch mal ein Fahrzeug.
Nice, auch für reichlich Personal. Nein, ihr sollt hier hinkommen. Also da ist noch ein Zombie. Scheiße. So, ich würde mal sagen, ich begleite die Überlebenden kurz noch nach Hause und dann mache ich Schluss mit diesem Part. Ja, komm. Steigt ein, bitte. Oh, ihr seid wirklich klatschen geblieben. Jetzt steig ein, du verdammter Cowboy, du. So. Bams. I think that last Touchdown. One is just asking for directions. That's our place. Thanks again for all the help. Why don't you come inside? The least we can do is feed you. Scheiße, die kommen. Obwohl, jetzt haben wir es geschafft. Nice, 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 nice. Achso, noch nicht geschafft. So, das ist jetzt ihre Festung. Sieht nicht da gerade bewohnbar aus, aber... Ja, mal gucken, vielleicht können wir es ja ein bisschen modifizieren. You ever do something that incredibly stupid again, I will kill you, okay? Hi, Becca. Don't you hi, Becca, me with your aw shucks small town charm. I can't believe you. We need to stay close to home. Jack could have died out there. I couldn't risk that. No, you just risked everything we have by leaving this place undefended. But I'm glad you're home safe. Well, you can thank our friend here for that. We'd have been in real trouble otherwise. Okay, I admit it. I'm impressed. You happy? So. I just saw that truck again. I think they're watching us. Any idea who they are? Ein neues Batgirl. No, but they're Alles none klar. Of the people we usually trade with. Versorgung spend ich räume mal hier die Bude aus. Das ist ja zumindest Dude, das Mindeste, was ihr hier mir anbieten fine. Könnt. Zu viele Infektionsherde. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Entweder muss ich die jetzt beseitigen oder ich suche mir eine andere Bleibe. Das ist ja auch so eine komische Ecke, ehrlich gesagt. Am besten wäre es, wenn man so außerhalb der Stadt wäre. Naja, darum kümmere ich mich in der nächsten Folge am besten. Ja, im Gerichtsgebäude. Das muss ich auch noch klären. Naja, meine Damen und Herren, das war's dann mit dieser Folge. Ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Wir sehen uns dann nächstes Mal. Das war Zack Tony mit State of Decay. Und macht's gut, Leute.